Die Do 335. Im Zeitalter der Turbinenmotoren hat sie keine praktische Bedeutung mehr. Sie bleibt jedoch eines der bahnbrechenden Kriegsflugzeuge, das über hochentwickelte Flugeigenschaften und andere Vorzüge verfügt, die ihr einen herausragenden Platz in der Fluggeschichte sichern. Man kann sich leicht vorstellen, welchen Einfluss dieses außergewöhnliche Flugzeug auf den Kampf des Dritten Reichs um Luftüberlegenheit hätte haben können, wenn es früh genug zur Verfügung gestanden hätte, um noch Einfluss auf den Kriegsausgang nehmen zu können. Die Dornier 335, der letzte und beste Propellerjäger der Luftwaffe. Als sie von Dornier in den 40er Jahren entworfen, gebaut und erprobt wurde, war sie ein Staatsgeheimnis. Die Do 335, das schnellste, serienmäßig gefertigte Kolbenmotorflugzeug der Welt. Bis heute konnte seine Leistung von keinem anderen Propellerjäger übertroffen werden. Mehr als 40 Flugzeuge dieses Typs wurden in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs noch gebaut und geflogen. In Frankreich, England und Amerika wurde die Do 335 ausführlichen Nacherprobungen unterzogen. Bis heute blieb aber nur ein einziges Flugzeug erhalten. Im Oktober 1974 kehrte dies einst geheimnisumwitterte Beutestück der Amerikaner als Luftfracht nach Deutschland zurück. Eine Lufthansa Transall brachte die mittlerweile verwitterte Wunderwaffe von New York über Frankfurt nach Oberpfaffenhofen zu Dornier zurück. Ein letztes Mal wurde eine Do 335 überholt, zusammengebaut und restauriert, um dann als Museumsstück im Deutschen Museum in München ausgestellt zu werden. Beweis für eine Pionierleistung im Hochleistungsflugzeugbau. Ein Außenseiterflugzeug, ungewöhnlich in Entwurf und Aussehen, außergewöhnlich in seiner Leistung. Es begann in den 20er Jahren. Dornier war unzufrieden mit der geringen Triebwerkleistung und entwickelte infolgedessen das Konzept, Tandemtriebwerke einzusetzen. Diese Idee hatte sich bereits bei den erfolgreichen Serien der Walflugboote bewährt und bei der Do X, zu ihrer Zeit das schwerste Flugzeug, das über 12 in 6 Tandempaaren angeordneten Kristall-Jupiter-Triebwerke und eine Flügelspannweite von fast 48 Metern verfügte. Diese berühmten Flugboote bewiesen die Verlässlichkeit des Tandemtriebwerkkonzepts. In den 30er Jahren folgten weitere Dornier-Flugboote, zum Beispiel die Do 18, das erste Flugzeug, bei dem der Heckpropeller über Fernwelle angetrieben wurde. Mitte der 30er Jahre hatte Dornier die Idee, das Konzept des zentralen Schraubenzugs in der Entwicklung von Schnellluftfahrzeugen anzuwenden. 1937 erhielt er darauf ein Patent. Auf dieser Basis entwickelte er den P5904 Schnellbomber. Diese Ausführung sah zwei Tandemtriebwerke im Rumpf und nicht in den Tragflächen vor. Tandemtriebwerke mit je einer Zug- und Druckschraube und Propellerantrieb über Fernwelle. Durch die Gegenläufigkeit der Propeller ergibt sich eine restlose Drallausnutzung des vorderen Schraubenstrahls. Die nach Strom angeordnete Heckschraube hat einen hohen Wirkungsgrad. Auf das Flugzeug wirkt sie stabilisierend und ist bei Schnellverstellung eine ideale Sturzflugbremse. Da die beiden Triebwerke ihre Leistung von der Mittellinie des Rumpfes liefern, ergibt sich eine glatte aerodynamische Tragfläche, wodurch die sich daraus resultierende Widerstandsverminderung eine höhere Geschwindigkeit ermöglicht. Bei Leerlauf und Vollgas gibt es an der Hochachse keine Momentenveränderung. Für den Einmotorenflug ist keine Leitwerkanpassung notwendig und das Kurven ist normal. Dadurch wird die Gefahr ausgeschaltet, die bei Ausfall eines Triebwerks beim Start entsteht. Der Start ist auch mit nur einem Triebwerk möglich. Dornier war von der Leistungsfähigkeit des Tandemtriebwerkkonzepts überzeugt und er beauftragte Schemp Hirth, die Gö 9 zu bauen. Nun konnte Dornier seinen Entwurf in der Praxis erproben. Die Gö 9 wurde von Ulrich Hütter entworfen.
Sie war praktisch eine im Maßstab 1 zu 2,5 verkleinerte Do 17. Die Gö 9 verfügte über ein luftgekühltes 80 PS starkes Triebwerk, das hinter einem kreuzförmigen Heck über Fernwelle eine aus 4 Schaufeln bestehende hölzerne Druckschraube antrieb. Das erste Mal wurde die Gö 9 Anfang 1940 mit überzeugenden Ergebnissen erprobt. Die Fernwelle funktionierte ohne Schwingungen und die Druckschraube erwies sich als außerordentlich wirksam. Das Flugzeug erreichte im Horizontalflug eine Geschwindigkeit von über 225 Stundenkilometer. 1942 führte die technische Abteilung des Luftfahrtsministeriums eine Ausschreibung für einen einsitzigen, unbewaffneten Schnellbomber durch, der eine 500 Kilogramm Bombe bei einer Geschwindigkeit von ca. 800 Stundenkilometern tragen sollte. Dornier erhielt vor Arado und Junkers den Zuschlag. Wegen seiner ausgezeichneten Gö 9 Testergebnisse und seines Entwicklungsvorschlags Projekt 231 mit der Triebwerksanordnung an der Längsachse. Die Entwürfe wurden modifiziert und die Änderungen führten zu einem schnellen, kampfstarken Jagdflugzeug. Im Winter 1943-44 wurde die Do P-231 als schweres Kampfflugzeug in Auftrag gegeben. Die Modellbezeichnung lautete Do 335. Abgesehen von dem tatsächlichen Bau der Do 335 wurden ausführliche Messungen und Erprobungen betrieben. Hier wird ein Modell der Do 335 im Windkanal von Dornier gezeigt. Messungen im Trudelwindtunnel. Das Modell wird im senkrechten Luftstrom in Drehung versetzt und sich selbst überlassen. Statische Festigkeitsprüfung von Rumpf, Flügel und Leitwerk. Schwingungstechnische Untersuchung des Bugradfahrwerks an einem Versuchsträger. Untersuchung des Heckantriebs auf dem Prüfstand. Funktionsüberprüfung der Hydraulik und Elektrik an einem Modell in Großausführung. Versuche mit einer Führersitzkatapultanlage. In einer Notsituation wird der Pilot mit Sitz und Fallschirm aus dem Flugzeug herauskatapultiert. Das Landeverhalten der Do 335 wird an einem Modell erprobt. Normale und Notlandungen auf Land werden simuliert. Landetests werden auch auf dem Wasser simuliert. Seltene Aufnahmen vom Bau des ersten Do 335 Testmodells. Letzte Bodentests. Schon 9 Monate nach Auftragserteilung startet das ungewöhnliche Flugzeug zum Erstflug in Mengen in Württemberg.
Claude Donnier ist persönlich bei dem historischen Erstflug dabei. Hans Dieterle, der Pilot, der 1939 mit der E-100 den Geschwindigkeitsweltrekord aufstellte, ist für den gesamten Testablauf verantwortlich. 1976 erinnert sich Flugkapitän Hans Dieterle an diesen geschichtlichen Augenblick. Ja, es war natürlich insofern spannend, weil es hier sich um ein Flugzeug handelt, das zwei Motoren hat und den zweiten Motor im Rumpf eingebaut hat. Und es war eine Fernwelle notwendig, um die Luftschraube, die hinter dem Leitwerk arbeitete, anzutreiben. Das war natürlich schon Neuland und insofern ein bisschen gefährlich oder vielleicht auch, man war etwas argwöhnisch, weil eine Luftschraube, die hinter dem Leitwerk arbeitet, natürlich vielleicht Wirbel verursachen kann und Schwingungen erzeugen kann, die das Flugzeug dann sehr schnell zum Absturz oder zum Bruch bringen. Das hat sich aber glücklicherweise nicht erwiesen. Das Flugzeug hat also keine solchen Anzeichen gehabt. Wann haben Sie mit der Erprobung begonnen? Der erste Flug fand statt am 26. Oktober 1943 und die gesamte Erprobung dauerte ungefähr ein Jahr. Das ist eine verhältnismäßig sehr kurze Zeit und beweist, dass das Flugzeug eben sehr gute Anlagen hatte von Haus aus, dass es keine unüberwindbaren Schwierigkeiten gab bei der Erprobung und bei der Durchführung der Höchstleistungen, die dieses Flugzeug zu bieten hatte. Die anschließende Flugerprobung in Rechlin schließt ebenfalls mit einem eindeutig positiven Ergebnis ab. Die erwarteten Flugfähigkeiten werden bestätigt und sogar noch übertroffen. Die Do 335 ist mit einer Geschwindigkeit von 770 Stundenkilometern nicht nur sehr schnell, sie erweist sich auch als wendig und erreicht innerhalb von 3 Minuten eine Höhe von 2000 Metern und in 11 Minuten 8000 Metern. Bei simuliertem Triebwerkausfall kann eine Geschwindigkeit von 550 Stundenkilometern beibehalten werden. Auch mit dem Hecktriebwerk werden dieselben guten Werte erreicht. So schnell wie möglich werden 14 zusätzliche Testmaschinen gebaut und erprobt. Zusätzlich 10 Maschinen der O-Serie, 11 Serienflugzeuge und 3 doppelsitzige Schulflugzeuge. Von Detailänderungen abgesehen bleibt das Grundkonzept der Do 335 unverändert erhalten.
Tiefdecker, zwei Motorjäger bzw. Schnellbomber, später auch Zerstörer, Aufklärer und Nachtjäger. Der Rumpf besteht vollständig aus Metall mit 24 Spanten. Die ebenfalls ganz aus Metall bestehende Tragfläche ist an den Rumpf angeflanscht. Die Landeklappen werden hydraulisch betätigt. In den Tragflächen befinden sich Benzintanks, Hauptkompass, Hydrauliktanks und Sauerstoffflaschen. Der Pilot erreicht über eine ausklappbare Leiter über der Tragflächenverkleidung das Cockpit. Der Führerraum der Do 335 ist serienmäßig mit einem vom Dornier entworfenen Druckluftschleudersitz ausgestattet. Zur Gesamtausrüstung gehören auch die für diese Zeit typischen Instrumente für den Blind- und Nachtflug und je eine Feuerlöschanlage für den vorderen und den hinteren Motor. Alle Versuchsmuster der Do 335 sind mit dem betriebswerten Daimler-Benz-Triebwerk DB603A ausgerüstet. Jedes verfügt über 1750 PS. Die Serienmodelle sollen mit der leistungsstärkeren Version dieses wassergekühlten 12-Zylinder-Motors ausgestattet werden. Der vordere Motor hängt an einem Gerüst von Seitenträgern am ersten Spant. Der kreisförmige Ölkühler wölbt sich hinter dem 3,5 Meter großen Propeller. Die Kühlung des Heckmotors erfolgt durch einen an der Rumpfunterseite angebrachten Schacht. Die zwei Triebwerke sind gegeneinander austauschbar. Die zwei Propeller können elektrisch oder, falls notwendig, manuell justiert werden. Das für seine Zeit sehr moderne Fahrwerk verfügt über ein Buglandegestell. Es wird elektrohydraulisch betätigt. Das nach hinten abklappbare Vorderrad und das 5,5 Meter große Hauptfahrwerk können innerhalb von 15 Sekunden eingefahren werden. Das Hauptkennzeichen der Do 335 ist das kreuzförmig angeordnete Leitwerk mit seinem über 3,5 Meter großen Heckpropeller. Das Leitwerk und der Druckpropeller können jedoch im Notfall zu Problemen führen. Ja, das war natürlich gegeben, diese Gefahr gegeben, den hat man begegnet, indem man dem Piloten einen Schleudersitz eingebaut hatte, sodass er, wenn er diesen Schleudersitz betätigte, mit Schwung, mit einer Art Katapultvorrichtung nach oben geschleudert wurde und nicht nur nach hinten gedrückt wurde, sondern er flog also über dieses Leitwerk und über diese drehende Luftschraube hinweg. Man konnte aber auch die Heckschraube, glaube ich, absprechen. Ja, dazu kam noch folgende Möglichkeit, dass man im späteren Einsatz praktizierte, das Leitwerk und die Luftschraube abzusprengen, sodass also der Pilot gefahrlos aussteigen konnte. Wir haben hier die Trainerversion, das normale Flugzeug, die normale 335, war ja ein Einsitzer. Richtig, das war ein Einsitzer und zwar war sie gleich gebaut bis hierher und ging dann, die Oberfläche starkte dann zurück bis zum Leitwerk. Dieser Aufsatz war also der Aufsatz für den zweiten Mann, der dann mitflog, wenn er geschult werden sollte. Es wurde also als Schulflugzeug benutzt, diese zweisitzige Version, beziehungsweise dann später für die Nachtjagd war es notwendig oder richtiger, einen zweiten Mann zu haben, der eben das Flugzeug ortet und der diese ganzen Geräte bedient. Die Baumusterzusammenstellung der Typenreihe für das Modell Do 335 besteht aus 15 Maschinen vom Typ V, Prototypen mit zum Teil Grundmusterauslegung für Nachtjäger- und Schulfliegerkonfiguration. 10 Maschinen der Reihe AO, die als O-Serie gebaut und für die Erprobung als einsitzige Kampfbomber mit zwei 603A2 Triebwerken von Daimler-Benz ausgerüstet wurden, bewaffnet mit einer 30 mm MK-103 und zwei 15 mm MG-151. 11 Do 335 der Reihe A1, geliefert als Verfolgungsjäger und Nachtbomber mit Daimler-Benz-Triebwerken A603E1 mit vergrößerten Kompressoren, die über 1800 PS erzeugten. Die A1 konnte auch abwerfbare Benzintanks oder zwei 250 Kilogramm Bomben tragen. Die Do 335 A4, ein unbewaffnetes Aufklärungsflugzeug mit großer Reichweite, wurde im Herbst 1944 gebaut und verfügte über ein ähnliches Flugwerk wie die Do 335 A1.
Sie hatte zwei RB50-18 Kameras in dem Waffengestell und sollte von zwei Daimler-Benz Triebwerken 603G angetrieben werden, hochverdichtet, mit Turbolader für eine hohe Geschwindigkeit. Die A6 war zweisitzig und als Abfangjäger für alle Wetterlagen mit Radar ausgerüstet. Ein zweites Cockpit war für den Radarkontrolleur eingerichtet. Es war mit einem Radiohöhenmesser und einem an den Flügeln angebrachten Neptun-Abwehrradargerät ausgerüstet. Röhren zur Auspufflammendämpfung für beide Triebwerke führten zur Leistungsminderung und verstärkten den vom zweiten Cockpit und der Radarantenne erzeugten Widerstand. Dadurch wurde das tatsächliche Startgewicht auf über 10 Tonnen erhöht und die Leistung um 10% vermindert. Um diesen Verlust auszugleichen, sollte die A6 über zwei 603E-Triebwerke von Daimler-Benz mit Methanol-Wassereinspritzung ausgestattet werden, um die Leistung unterhalb der Nennleistungshöhe der Triebwerke anzuheben. Die A10 und A12 waren Schulflugzeuge mit doppelter Kontrollumsetzung, die über eine vollständige Instrumentenausrüstung und Kontrollen verfügten. Sie wurden mit den Ausbildern geflogen. Die zweite echte Serie Do 335 war ein A-12 Trainer. Mit der sich verschlechternden Kriegssituation wurde die Entwicklung des Do 335 Programms von den Jägerbombern der A-Serie auf die schwere bewaffneten Zerstörer der B-Serie umgestellt. Über 40 Do 335 wurden gebaut und erprobt. Viele Muster waren noch nicht fertiggestellt, als die amerikanischen Truppen 1945 die Fabrik besetzten und die riesigen Einsitzer bewunderten. Das Hauptinteresse galt der außerordentlichen Leistung der vorgefundenen Dornier-Konstruktion. Die Leistungszahlen der Do 335 wurden erneut auf vielen Berichtsseiten festgehalten. Do 335V Aufklärerversion. Baujahr 1942-43. Erstflug 26. Oktober 1943. Triebwerke 2x Daimler-Benz 603A. Spannweite 13,80 Meter. Länge 13,85 Meter. Höhe 5 Meter. Rüstgewicht 7.105 Kilogramm. Zuladung 1.595 Kilogramm. Maximalgeschwindigkeit 770 Stundenkilometer. Gipfelhöhe 11.500 Meter. Aktionsreichweite über 2.600 Kilometer. Die Do 335 Unterlagen beweisen: Dieses Flugzeug war das kampfstärkste, das die Luftwaffe besaß, überlegen in Geschwindigkeit und Steigvermögen, zuverlässig im Einsatz. Die Alliierten schafften Maschinen zur weiteren Erprobung nach Frankreich, England und die USA. Zum ersten Mal erfuhr die Fachwelt von den Weiterentwicklungsplänen, die Dornier bereits projektiert und ausgearbeitet hatte. Die Do 335 mit Mischantrieb. Dadurch sollte die Geschwindigkeit um 112 Stundenkilometer erhöht werden. Ein Daimler-Benz 603 LA-Propeller mit Zugschraube im Rumpfbug kombiniert mit einem Heinkel HES-011 Stahltriebwerk im Heck. Die Möglichkeiten des Propellerflugs haben ihre äußerste Grenze mit Dorniers Tandem-Entwurf erreicht. 770 Stundenkilometer. Die Propeller-Ära ist zu Ende. Die Do 335, ein Meilenstein in der Geschichte des Flugzeugbaus. Im Oktober 1974 kehrt die amerikanische Do 335 Nummer 102 nach Deutschland als Leihgabe des Smithsonian Institut, wo es nach gründlichen Erprobungsflügen mehr als 25 Jahre auf dem Freigelände des US Air and Space Museum gestanden hatte, zurück. Noch einmal wird die letzte Do 335 bei Dornier überholt für das Museum. Gültiger Beweis einer großen Ingenieurleistung.
auch der Beweis eines hohen Leistungsniveaus eines traditionsreichen Unternehmens. Heute ist die Do 335 nur noch eine Kuriosität. Eine der vielen Was-wäre-wenn im großen Arsenal von verspäteten Wunderwaffen in Deutschland der damaligen Zeit. Sie gehört in die Zeit der Propellerflugzeuge und wurde mit der Entwicklung von Turbinenmotoren bedeutungslos. Trotzdem ist die Do 335 einmalig. Am Ende einer Ära stellt sie den Höhepunkt in der Entwicklung der von Kolben angetriebenen Propellerflugzeuge dar. Die Dornier 335, der letzte und beste Kolbenflugzeugjäger der Luftwaffe.